Yo, liebe Super Mario Odyssey Fans, ich begrüße euch recht herzlich zu einer kleinen News. Und schon werde ich ja alles euch mitteilen, was ich Neues rausfinde über Super Mario Odyssey. Wenn es sich denn lohnt, dann mache ich auf jeden Fall ein Video drüber. Und habe ich mir gedacht, heute muss ich ein Video darüber machen, über ein paar Kleinigkeiten, die ich rausgefunden habe. Deswegen, wenn ihr nichts verpassen wollt, was relevant ist über Super Mario Odyssey, dann abonniert meinen Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, beginne ich mit der ersten News. Und ich finde, alleine das ist es wert, dieses Video zu machen. Und zwar hundertprozentig, Leute, kann man ins Mushroom-Königreich. Wie komme ich darauf? Und zwar, wir kennen ja schon lange diese eine Map, die wir gesehen haben. Dort sah das eine ja aus wie ein Pilz dort oben, was sich dann letztendlich auch als Mushroom Kingdom rausgestellt hat. Dann hatten wir jetzt den neuen Direct Trailer. Dort links haben wir auch nochmal den Wanna-Pilz gesehen, was das Mushroom Kingdom sein soll. Und Leute, jetzt ganz neu, um endlich zu bestätigen, dass man auch wirklich dort spielen kann und sogar in Peach Castle rein kann, guckt euch das an. Ja, das ist erstmal eine richtig coole Anlehnung an Mario 64 mit den Bildern. Wir haben ja letztens schon im neuen Direct Trailer gesehen, dass es dort im Sand Kingdom so ein komisches Porträt gibt, wo das Metro Kingdom drauf abgebildet ist. Und dort kann man reinspringen und höchstwahrscheinlich ist man dann im Metro Kingdom. Ich denke, das sind so Portale nochmal in den einzelnen Königreichen. Das soll eine kleine Anlehnung sein an Mario 64. Und so ein Portal wurde jetzt auf dem Kanal Game Explain, den ich auch verfolge. Und ich verfolge ganz viele Kanäle, Leute, damit ich euch halt alles mitteilen kann, wenn was Neues raus ist. Und die durften auf jeden Fall schon Mario Odyssey spielen. Ja, ich bin eifersüchtig, Leute. Aber die haben im Luncheon Kingdom auch so ein Porträt gefunden mit dem Mushroom Kingdom drauf, Leute. Mit dem Peach Castle drauf. Und das Peach Castle sieht genauso aus wie das von Mario 64. Es ist der Garten abgebildet. Und hundertprozentig, wenn man da reinspringt, ist man vor dem Schloss, Leute. Ich bin einfach so gehypt und bin einfach glücklich darüber, dass Nintendo wirklich alle Wünsche der Fans beachtet und wirklich uns alles bietet. Ich bin mir sicher, dass wir auch Yoshi und Luigi kriegen. Darauf gibt es sogar auch einen neuen Hinweis, beziehungsweise im Reddit habe ich gelesen, dass Leute dort irgendwas erkannt haben, dass neue Hinweise für Luigi aufgetaucht sind. Ich kann das nicht richtig unterschreiben und zwar auch in diesem kleinen Porträt, was in diesem einen Direct-Trailer gezeigt wurde, wo man ins Metro Kingdom reinspringt. Wenn man dort anhält, sieht man links neue Plakate und zwar auch vom Mushroom Kingdom und dort soll Peach und Luigi drauf zu sehen sein, beziehungsweise sie gehen davon aus, aufgrund der Farben, die dort sind. Es ist alles verschwommen, es ist pixelig, aber es würde Sinn machen, dass im Metro Kingdom eventuell Plakate sind, die sie einfach noch nicht eingefügt haben, jetzt für die Versionen, die jetzt schon veröffentlicht wurden, beziehungsweise bereitgestellt wurden für manche YouTuber. Weil wir merken, sie haben auch in den Trailern ganz viel geändert. Immer wieder so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Tiara, die Schwester von Cappy, dass sie auf den Kopf von Peach ist. Das haben sie auch später erst rein editiert. Oder, was Game Explain auch gesagt hat, weil die hatten noch eine andere Version des Spiels. Die haben nämlich auf dem Schiff am Anfang, wo man gegen Bowser kämpft, dort sah man in den Trailern im Hintergrund immer nur viel Nebel und sie haben gesagt, sie haben im Hintergrund das Mushroom Kingdom gesehen, beziehungsweise Peach Schloss, was sie nicht filmen durften, aber sie haben es versucht visuell darzustellen und nachzuzeichnen. Ich werde das Video verlinken in der Videobeschreibung. Ja, Leute, und ich kann euch noch beruhigen, es gibt noch ein zusätzliches Königreich, was wir noch nicht gesehen haben, was ich aber mit Sicherheit jetzt sagen kann, dass es auf jeden Fall da ist. Und zwar das Lake Königreich. Ja, wir kennen den Namen und viele sind davon ausgegangen, dass es dieses Königreich ist, was so ein bisschen lila aussieht und wo man diesen komischen Dino steuern kann und rumgleiten kann in der Welt. Aber nein, Leute, ich bin mir 100% sicher, dass es nicht das Lake Königreich ist. Und jetzt werde ich euch auch erklären, warum. Und zwar im Direct-Trailer hat der Erzähler schon gesagt, dass es auch tropische Welten gibt. Und ich denke, er meinte damit das. Und wir sehen ja unten auf der Map, die schon lange veröffentlicht wurde, wo wir auch noch keinen Namen für haben, diese komischen Palmblätter. Und diese Palmblätter haben genau die gleiche Form wie die Bäume auf dieser Insel, die wir gesehen haben. Also in diesem komischen lila Königreich mit dem lila Wasser. Und wenn man genau anhält bei diesem komischen Globus, der in den neuen Direct-Trailer reinkommt, und dort sieht man auch diese Palmanordnung. Und dort rundherum ist so komische lila Flüssigkeit. Und ich denke, das ist offiziell für uns jetzt klar, dass das, was wir dort gesehen haben, das tropische Königreich war, was links neben dem Metro Kingdom ist, und dass wir das Lake Königreich noch gar nicht gesehen haben. Wir haben noch nichts vom Lake Königreich gesehen. Eventuell wollte Nintendo das noch gar nicht zeigen, weil das ganze Königreich, eventuell das ganze Gameplay dort schon ein Spoiler wäre, weil eventuell man dort Yoshi spielt oder sonstiges. Ja, Leute, ich glaube wirklich, Mario Odyssey wird größer und heftiger, als wir uns jemals vorstellen können. Natürlich, es ist jetzt schon meiner Meinung nach das beste Spiel, was ich bis jetzt in den letzten Jahren sehen durfte. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie doll ich gehypt bin auf das Spiel. Ich will es einfach spielen, ich will es in meinen Händen haben, ich will streamen für euch, ich will einfach wirklich richtig fette Streams raushauen, wie ich das Spiel auf 100% macht. Wenn ihr Bock habt auf sowas, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich begleitet auf dem Weg. Und ich denke wirklich, 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 Nintendo verheimlicht uns noch einige dicke Brocken, die noch auf uns zukommen, die noch richtig gameplay-technisch und weltentechnisch richtig groß sind. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.